meine herzlichen Freunde, willkommen zu willkommen zurück zu einer weiteren Part Pokémon Black 2. Und letztes Mal waren wir hier auf der Route 23 stehen geblieben, die anscheinend immer noch kein Ende nehmen will, aber was erwarten wir? Ist es halt die Route Richtung... Ja! Siegestraße! Und Top 4. Ich glaube... Wobei, vielleicht gibt es ja gar keine Siegestraße. Ich habe nämlich so Bilder von der Siegestraße gesehen, da... ja... Ne, ich will euch nicht spoilern. Aber ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist es echt nicht so. So. Klingensturm ist ein scheiß Move, der erstmal aufladen muss und nur eine Base-Schaden von 80 macht. Dementsprechend ist das gut für uns, dass er jetzt erstmal Klingensturm macht. Hier dieses Floatzell. So, und Megahorn ist ein Do-It. Das heißt, boom. Floatzell ist jetzt erstmal weg vom Fenster. Ich mag Floatzell, wie gesagt. Ich find's cool. Es hat einen gewissen Style, aber kein Geld. Wie ich. So, Lucario. Bleiben wir auch drin? Ninja sollte das eigentlich schaffen. Problem. Was ist eigentlich für eine Pose, in der Lucario da steht? Das ist die Suck My Diggles Pose. Na, na, na. Will ich dich nochmal sehen, ja, du pervers Ding. So. Einmal schön Surfer. Gefolgt von ein bisschen Kalkling-Action gleich. Ja, Server zieht jetzt nicht mehr so viel wegen Gedankengut und Aura-Serie. Au, 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 au. Ja, das war mir klar nach einem Gedankengut. Step und so weiter und plus ein Spezialangriff. Naja, Daki. Ich glaube, Daki müsste schneller als die Lucario sein und Bulldoze aka Dampfwalze sollte dann auch reichen. Klatsch. Und Lucario wurde besiegt, Mois. So. Pokémon Ranger, Mirok. Hau rein. Oh. Citrusbeere, gut. Und wisst ihr, wir haben ja jetzt Level 55 mit meinem Ninja erreicht. Dementsprechend schicken wir Ninja jetzt mal ganz nach hinten. Das Glücksei kriegt da Sayu. Sayu dann auch nach vorne. Was mache ich da? Switch, zack. Akani dann auch nach hinten an fünfter Stelle. So, super. Und weiter geht's. So. Eieiei, ah, ja, das ist ja richtig groß hier. Wirklich, das ist... Ah, voll der Irrgarten. Zu groß darf es dann natürlich auch nicht sein. Also ich hoffe mal, gleich erreichen wir endlich mal die Siegestraße. Und wir haben nur sieben... Ne, achtmal... Top-Schutz. Boah, ist das groß! Heiliger Bimbam! Na egal. Das ist verdammt groß! Wisst ihr, dann scheiße ich jetzt mal erstmal auf das hier. Und wir gehen hier mal kurz hoch gucken. Hey! Das ist die Siegestraße! Oder war es die Yoga-Straße? Wer hat's verstanden? Okay. Das heißt also, wir gehen jetzt erstmal hier unten lang. Das war also doch richtig, wenn wir die Route komplett machen wollen. Und dann erst die Siegestraße, weil das, dieser Sound, das war die Siegestraße, die ist. Ein Ultraball. Okay. War jetzt nicht so der Bringer. Ein Repeat Ball. Alter, was ist das? Also, das ist... krass gerade. Ganz, ganz großer Irrgarten hier. Und ein Trainer, den man eigentlich ganz gut überspringen könnte, aber ich habe ihn natürlich gesehen und ich wollte auch gegen ihn kämpfen. Wegen den Erfahrungspunkt nehmen. Und weil ich alles im Spiel zeigen will, es ist ja ein 100% Run, wie gesagt. Aber alle Pokémon fangen werde ich nicht. Also da braucht ihr euch gar keine Hoffnung machen, nee. Das... Was machst du vorne? Was machst du da vorne? Naja, egal. Ist ein gutes Matchup gegen Magma. Da gegen Magma. Kein One-Hit. Fuck. Und Flamethrower. Ich glaube, Rock Slide... Nee, Bulldoze hätte mehr Schaden gemacht. Ich sag nix. Ich glaube,
Nix sagen entspricht ungefähr das, was ich gerade fühle, denke, nennt sie, wie ihr wollt. Schön. Okay, was haben wir noch? Marmos Wine. Oh, da muss ich aber wechseln. Gezwungenermaßen auf Blatt. Eigentlich würde ich jetzt den Ninja reinwechseln, aber Ninja ist ja noch nicht aufgeheilt oder ist noch tot, besser gesagt. Es ist tot. Besser gesagt tot. Es ist tot. It's dead. Und Marmos Wine. Ich liebe Marmos Wine. Das ist einfach... Chop du sel. Wie im letzten Part schon gesagt. Es ist krass. Ich glaube, Leaf Blade ist nicht mal ein Kill, sage ich ja. Und Mist. Ah, super. Mist trifft ganz gut, denn Mist ist Mist. Ist ein Dreckmove. Also bitte schnell vergessen, nichts beachten und bye bye. So. Hauptsache, diesen Marmos Wine ist jetzt erstmal weg. Aber ich denke gerade, na, wie viele Trainer sind denn das hier noch auf der Route? Dürfen nicht so viele sein, hoffe ich mal. Und boah, 4000 Erfahrungspunkte. Gibt auch ganz viele Erfahrungspunkte, obwohl wir nicht mal ein Glücksei drauf haben. Eieiei. So, Sayu. Ab nach vorne. Habe ich ja ganz vergessen. Wo die das Glücksei trägt. Hey, hey, hey. So. Hey, da wackelt der Busch. George W. So. Ah, ich weiß echt nicht, ob das für die Siegestraße ausreicht. Boah, ist das groß, ey. Das ist ja echt ein Irrgarten. Krass. Aber dementsprechend gibt es hier dann wahrscheinlich auch ganz, ganz viele Sachen. Mann, du verschwörst jetzt auch noch mit der fetten Hintern den Weg, ne? Mann, jetzt muss ich wieder einen Umweg machen. Egal. Keine Ahnung, vielleicht finde ich auch Donnerblitz. Dönerblitz. Gundur. Ah. Das ist jetzt natürlich nicht so gut. Mag nicht wieso, aber das ist jetzt natürlich nicht so gut. Weil so ein Gundur schon fatalen Schaden machen kann. Egal, Discharge. So. Scary Face. Ja, scary siehst du auf jeden Fall aus. Hackfresse. Mit deiner komischen Bommelnase da. Ey, wartet mal. Jetzt, wo wir von Bommelnasen sprechen. Das teilt sie doch irgendwie wirklich so aus wie Mark van Bommel, oder? Die, also diese komischen Noppen da, oder was ist das auf dem Kopf? Stellen dann die Locken von ihm da. Dann noch die rote Nase. Doch! Das ist ein richtiger Mark van Bommel. MVB. Und Scrafty, Scrafty, Scrafty. Ah, okay. Was machen wir gegen Scrafty? Akani, komm! Unser Allround-Pokémon. Akani, Akani! So, ich denke mal, ein Flammenblitz. Reicht ein Flammenblitz aus? Scrafty ist verdammt stark. Reicht ein Flammenblitz aus? Leute, ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Reicht ein Flammenblitz aus? Reicht einer aus? Nein. Hm. Hätte ich euch aber eigentlich auch sagen können. Habe ich euch ja auch gesagt. Ich glaube, ein weiten Turbo-Tempo wäre kein Kill gewesen. Also, Scrafty ist schon geil. Hält viel aus, teilt viel aus, hat einen geilen Move-Pool. Krasser Typ. Mit dem er viel kontern kann. Und ja, Scrafty ist weg. Und dann hätten wir auch den Trainer besiegt. Okay, aber ich muss echt sagen: Black White 2, Hut ab. Schwierige Spiele. Also vom Schwierigkeitsgrad definitiv höher anzusiedeln als alle Pokémon-Spiele davor, die offiziell von Nintendo kamen. Ich rede jetzt nicht von Hex oder ähnlichem, sondern nur von den offiziellen Spielen. Und da ist, ganz ehrlich, Black White 2 am schwersten bis jetzt. Oder am anspruchsvollsten. Schwer finde ich es nicht, aber es ist auf jeden Fall anspruchsvoll. Und nervig manchmal. Aber richtig nervig. So. Eine Trainerin ist da noch. Oder zwei. Wo kommen wir da jetzt raus? Wo kommen wir da? Ich traue mich gar nicht, darunter zu springen. Aber wo kommen wir da raus? Oh, hier ist noch ein Item. Oh, irgendwo mit Wasser. Aha. Wasser, Knäckeblut. Ah, scheiß drauf. Sprechen wir einfach nochmal.
Ah, okay. Das ist echt ein Irrgarten. So, wie geht das? Natürlich ganz simpel. Nach dem Motto, dass wir mit mir irgendwelche Steine in den Weg legen. Warum muss ich denn den Stein da überhaupt reinlegen? Ich habe keinen blassen Schimmer. Aber wisst ihr, das wird wieder einer der Parts. Muss von da oben kommen. So, ich gucke mir das hier gerade nur ein bisschen an. Das ist ein cooles Rätsel. Ich muss sagen, also ein bisschen anspruchsvoller. Aber nicht anspruchsvoll genug, weil ich ja wieder auf die Lösung gekommen bin. Mit meinem Criminal Mastermind. Nee. Frage ist, wie komme ich hier jetzt raus? Ich musste eigentlich von da oben kommen. Ganz ehrlich, ich krieg doch irgendwas, wenn ich alles da gemacht habe. Ja. Aber ich habe schon verkackt. Das ist wieder ein Amungus, sage ich ja. Ich werde diese Route hier komplett machen, bevor ich den Pfad wende, weil ich mag das nicht so immer abzuhacken. Und ja, gut zu wissen. Ein anspruchsvolles Rätsel. Me gusta. In Pokémon auch noch, boah, tschüss. So. Dafür haben wir jetzt den Green Shard. I like that. Zwei Trainer gab es jedoch, gegen die kämpfen wir schnell. Einmal der hier, dann noch diese Ast-Trainerin unten links. Und dann müssen wir noch Steinrätsel machen, dann können wir weitergehen. Ja. Aber stopp. Zum Ende des Parts werde ich dann, nee, zu Beginn des nächsten Parts werde ich dann ausstehen, ein bisschen Topschutz kaufen. Und noch, meine Pokémon im Pokémon-Center auffallen. Und dann werden wir das hier erst machen. Ja, damit wir schön frisch den nächsten Part da beginnen können. So, Boldor. Mit einem... Oh, Stonehenge. Hey, wie du kriegst das jetzt. Ah, sieht aber schon fatal viel ab, ne? Also, nicht zu unterschätzen, der Schaden hier. Und Boldor wird besiegt. Level up für Sayo mehr in Pixel World. Level 53, ja, genau. Gut, Aggron. Kannst du eigentlich drin bleiben? Weil Aggron kann zu diesem Stadion selbst gelernt nichts viel gegen dich machen. Vielleicht Iron Head oder Iron Tail, aber das wird nicht killen, weil du ja dagegen schwach bist. Und warum duze ich dich? Ach, keine Ahnung. Oder warum rede ich überhaupt mit meinem Pokémon? So, Iron Tail dürfte nicht killen. Killt auch nicht. Glaub mir, das dürfte nicht killen. Ey. Ich hatte schon im Urin, dass da ein Crit kommt. Ich sagte, es kann nicht killen. Es wurde aber paralysiert und so weiter, aber es geht natürlich. Bei meinem Glück. Ach, egal. So, Bulldoze. Und das Aggron ist wenigstens mal weg. Okay, okay. Haben wir das Problem hier nicht. Meine Güte, meine Güte. So. Müssen wir halt das Flugseil weiter an Blatt geben. So, einmal. Zack. Hier ist nämlich noch eine Trainerin. Und gegen die wollte ich unbedingt kämpfen. Richtig, den Brauch. So, Scollipede. Ganz, ganz kacke. Dieses Matchup. Aber richtig kacke. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich sagen würde, das ist ein Buckacke Matchup, ja? Wortspiel und so. Ja, in mir steckt auch so ein richtiger Battle-Rapper. Okay, Exeo. Ja, gegen Exeo kann aber Scollipede nichts machen. Sag ich ja. Dafür können wir ganz, ganz viel machen. Und zwar
Steamroller. Aha. Wir weisen dagegen leider eine Vierfachresistenz auf. Wobei vierfach. Käfer gegen Gestein. Ist, glaube ich, nicht effektiv, ja. Sollte eigentlich nicht effektiv sein. Dort Iron hinterher. Steamroller. And. Ah. Keep rolling, 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 rolling. Iron Head. Warum setze ich nicht Auto-Tumeis ein? Ich weiß gar nicht. Wäre wahrscheinlich sogar besser, aber. Hm. Naja, egal. Oh, okay, okay, okay. Letzte Trainerin hier. Boah, da haben wir das endlich hinter uns, ey. Schau mal, hört auch schon heraus, dass ich hier gerade genug habe. Akani. 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 Ich liebe Akani. Er sieht so fantabulös aus, ey, so fantabulös. Oh Mann. Ich kann nur davon schwärmen, ey. Akani, treib's nicht so bunt, ja? Also ich mag dich zwar, aber ich kann auch ganz anders. Ich kann auch ganz anders, Kollege. Beziehungsweise Exilio kann ganz anders und da hast du nichts mehr zu lachen. Das ganze Feuer fängen. Ja, toll. Zieht aber so gut wie nix. Du Depp. Du bist so dumm, dumm, dumm. Chef, Chef, Chef. Der Mann kann nicht was. Der Mann kann nicht lesen. Er kann nicht was? Er kann nicht lesen. Oh, wohl los. Hau rein, Arcanine. War eine schöne Zeit mit dir. Aber es gibt nur ein Arcanine. Arcanine, Arcanine. Und das ist Regen. Le Bang. Oh yeah. Okay. Zack. Zack. Okay. So, Focus. Würde Genesis aus F. Ne, war das Genesis? Ne, Angel würde das sagen. Ja, hier aus Final Fantasy Crisis Core. Aha. Focus. Okay. Meint ihr. Das überhaupt was? Ich weiß ja nicht. Oh, meine Nase juckt. Moment. Das heißt, ich kann jetzt gerade mit dem Steuerkreuz. So. So. Noch nicht. Einmal hoch und wieder zurück. Das ist die Siegestraße, definitiv. Okay. Aua, meine Nase. Und ich mache gerade so unglaublich viel Spaß, Leute, das Spiel hier. Unglaublich. Wie viel Bock das macht. Wie viel Spaß das macht. So. Das geht jetzt nämlich wie folgt. Einmal kurz nach rechts anstupsen, danach nach oben und dann wieder nach unten. Und zack. Jetzt hier nach oben und dann zack, 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 zack. Okay. Dosing Machine. 2. Ey, hoffentlich kriegen wir irgendein gutes Item. Wenn wir irgendein scheiß Item bekommen, dann schreie ich. Und das meine ich ernst. Also wenn ihr mich schreien hören wollt, dann mutet euch lieber jetzt schon. Oh, da ist noch eine Trainerin. Ja gut. Sogar eine Kampftrainerin. Das heißt, könnte gut sein für Blatt. Gundur. Ja, ist gut für Blatt, denke ich mal. Kann ich jetzt erstmal eine Runde Schwertanz machen und danach schön mit Leaf Blades. Bing, bing, bing. Oh, die Klingengeräusche sind geil. Kling, kling. Scary Face. War ja klar, dass wieder sowas kommt. Bei deiner komischen Hackfresse kann ich mich ja nur erschrecken. Oh. Leaf Blade. Und wir sind immer noch schneller. Oh mein Gott. Oder er hat irgendwie Überwurf eingesetzt. Katz kann natürlich auch sein. Leaf Blade. Oh, okay. So langsam merkt man, dass ein Minus Angriffswesen auf einem Blatt oder einem. Wie ist das? Wie heißt das auf Deutsch? Keine Ahnung. Leaf noch mal heißt auf Englisch. Dass es da nicht gut ist. Oder nicht nützlich ist. So, Mien Shao.
Kung Fu Fighting! Du Tarsch. Oh Mann. Oh oh. Unser Team ist gleich am Arsch, merke ich gerade, ne? Oh oh. Boah, unser Team ist echt. Zerfetzt gerade. Da muss ich echt, glaube ich, nie mehr dran raushauen. Boah, da merkt man schon. Schwierigkeitsgrad fatal. Nicht Schwierigkeitsgrad schwer, Schwierigkeitsgrad fatal. Das ist ein neuer Schwierigkeitsgrad, erfunden von mir. Und Jumpkick. Gut, dass ich aufgehört habe. Richtig gut, dass ich aufgehört habe. Und Flare Blitz! Ah, wir sind schneller, nice. Ach, die Animation, ey. Boah. Und wisst ihr, mein Akani Akari hat auch noch ein hartes Wesen. Passt natürlich perfekt zu mir, weil ich bin auch so ein harter Kerl. So, so richtig so sad und so sad auf türkisch hart, damit ihr wisst. So. Und wie gesagt, denkt dran, was ich gerade eben gesagt habe, wenn wir jetzt nur Scheiße kriegen, schrei ich. Moment, Moment. Noch ist diese Strecke hier nicht vorbei. Das heißt, noch muss ich nicht schreien. So. Pipi ab, okay. Pipi, haha, Pipi, hat Pipi gesagt, ja. Ah, was ist das? Was bringt mir das in-game? Bullshit. Meine Freunde, wir machen jetzt erstmal Schluss. Wir sind am nächsten Mal vor der Siegestraße. Also, Moment, ich zeige euch das mal. Hier, vor dem Eingang da. Und bis dahin würde ich sagen, haut rein, macht's gut, bis bald. Und mit diesem komischen Endung auf Level 55. Verabschieden wir uns. Haut rein, macht's gut, euer Rieke.